sollen wir bloß machen? Wir haben momentan echt alles gemacht. Die X in OE reingeläutet, check. Den X angekündigt, check. Natürlich sich mit Sonic-Fans angelegt, check. Und nicht zu vergessen, irgendeinen blöden April-Scherz, den haben wir letztens auch gemacht, also check. Aber was sollen wir bloß machen? Uns gehen echt die Ideen aus. Irgendeine neue Videoidee, irgendwas. Denk nach, Sverre, denk nach. Irgendwas, irgendeine Idee, irgendwas muss dir doch einfallen. Ich frag's uns einfach mal Julian. Der hat sowieso mal die wildesten Videoideen und irgendeine Idee wird er schon haben. Ja, was will er denn jetzt schon wieder? Du, Sverre, pass auf, egal worum es geht, ne? Du weißt, ich habe jede Menge Fälle zu lösen hier und ich habe keinen Bock und auch keine Zeit mehr anzuhören, worüber du dich jetzt wieder in Videospielen aufregst. Ja, aber Julian, glaub mir, es ist Sverre? Wirklich wichtig, es geht um Tempo, Sverre? Nicht um die Verbindung. Ideen. Die Verbindung ist ganz, ganz schlecht, Sverre. Hallo? Ciao? Verdammt. Gefühlt haben wir echt alles ausprobiert. Ich versuch's mal bei Mario, vielleicht hat der irgendeine Idee. Oh nee, ey, was will der denn jetzt? Ich hab echt Besseres zu tun. Guten Tag, hier spricht die Mailbox von Mario Kablau, Chefredakteur bei Tendo. Leider bin ich gerade wie immer nicht erreichbar. Die Bürozeiten sind von Montag bis Freitag von... Ach ja, ja, Mario, schon klar. Es ist wirklich wichtig. Oh Mann, ey, früher hat das immer funktioniert. Was ist denn? Wir brauchen eine Idee. Weißt du, wir haben echt alles momentan gemacht. Wir haben die NX angekündigt, eine neue Ära, einfach alles. Wir brauchen irgendwas Neues, irgendetwas. Hast du vielleicht eine Idee? Meinst du echt, wir brauchen schon wieder ein neues Video? Haben wir nicht mittlerweile echt genug davon gemacht? Was, im Ernst jetzt? Ich weiß, du gehst stramm auf die 40 zu, aber dir schon klar, dass wenn wir im Gespräch bleiben wollen, irgendetwas machen wollen, zumal auch wenn wir neue Zuschauer gewinnen wollen und erst recht, wenn wir auch endlich mal den Kuchen bekommen wollen. Mann, ey, dieses Internet nervt echt. Bald denkt sich noch irgendjemand eine App aus, bei der man Fotos von sich selbst macht und alle Welt will sich das anschauen. Sverre? Sverre, bist du noch da? Ja, ja, ja. Okay, dann mal pragmatisch. Also, ist nicht gerade vielleicht irgendein Spiel angekündigt worden, über das wir herziehen können? Oder hat Nintendo schon das Line-Up für die E3 bekannt gegeben? Dann mache ich einfach mal wieder Nintendo, was soll das? Die kommen immer gut an. Du musst mich nur mal eben auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Sorry Mario, aktuell gibt es wirklich nichts auf unserem Niveau. Ich habe auch schon geguckt, aber es gibt einfach nichts, über das wir herziehen könnten. Ich habe das Gefühl, wir gehen echt stramm auf das Sommerloch zu. Moment mal, ich habe eine Idee. Wir hatten lange kein Tendo-View mehr. Das letzte hat uns echt viel Kohle eingebracht. Ja, und da sollen wir beide uns auf ein Spiel einigen, weil unser Spielegeschmack ja so gleich ist. Guck mal, ich würde wahrscheinlich über Metal Gear Solid reden wollen und das Spiel super toll finden und du würdest über irgendeinen Scheiß wie Ego reden wollen. Gar nicht. Wie kommst du denn darauf? Wie wär's denn mit Bayonetta 1 und 2? Bald kommt doch der dritte Teil für die Switch und das ist nun wirklich ein Spiel, bei dem wir uns echt ergänzen. Und ich finde bestimmt auch irgendwas zum Ablästern. Das könnte noch eine Idee. Die größte Stärke von Bayonetta ist wohl ohne Frage das Gameplay. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es sei ein unübersichtliches Hack'n'Slay, welches nur seine sexy Hexe in Szene setzen will. Auf dem zweiten Blick jedoch entpuppt sich die Reihe wohl als echtes Gameplay-Meisterwerk. Doch was macht Bayonetta so besonders und hebt es von anderen Spielen ab? Zum einen liegt das an den wirklich flotten und durchdachten Gameplay und den einzigartigen Mechaniken. Zuallererst kann man sagen, dass Bayonetta allgemein ein Titel ist, der sich mehr als flott spielt und für Außenstehende gar wie ein einziges Chaos wirken kann. Jedoch ist es eher wie ein kontrolliertes Chaos. Aber wie soll das denn bitteschön funktionieren? Nun ja, es ist tatsächlich so paradox, wie es klingt. Bayonettas allgemeines Moveset ermöglicht euch quasi diese Kontrolle. In diesem Titel ist das Ausweichen und Reagieren das A und O. Engel, Dämonen, irgendwelche Weisen und Gott weiß sonst noch wollen euch ans Leder. Und damit das nicht passiert, müsst ihr eben eure Fähigkeiten in dieser Reihe sehr gekonnt einsetzen. Los geht da schon mit der Hexenzeit, wohl auch das Kernelement, welches Bayonetta von Genre-Kollegen abhebt.
denn wenn ihr im richtigen Moment den gegnerischen Angriffen ausweicht, aktiviert Bayonetta die Hexenzeit, in welcher alles um Bayonetta für kurze Zeit in Zeitlupe abläuft. Dabei stellt sich die Hexenzeit als simpel wie genial heraus, denn Platinum Games schafft es so, das ohnehin dynamische Gameplay nahezu zu perfektionieren. Doch warum? Schließlich ist eine Zeitlupe doch alles andere als besonders. Nun ja, üblich für Spiele dieser Art ist Bayonetta natürlich sehr kombolastig. Die Hexenzeit ermöglicht es euch nämlich so gesehen, schier unendliche Kombos auszuführen, was dann nicht nur unglaublich beeindruckend aussieht, sondern sich auch so spielt. Diese ganzen Gameplay-Mechaniken machen Bayonetta aber auch zugleich ziemlich anspruchsvoll, gerade den ersten Teil, denn ich habe schnell gemerkt, dass das Zusammenspiel aus Kombos und dem Ausweichen unglaublich wichtig ist, aber auch umso befriedigender, wenn man es dann schlussendlich beherrscht. Und wir können auch mal auf die Kombos selbst zu sprechen kommen. Insgesamt gibt es sehr viele verschiedene Kombos, die Bayonetta ausführen kann und das in den verschiedensten Variationen. Ihr habt nämlich auch so zum Beispiel verschiedene Waffen zur Auswahl. Ob zwei Katana und zwei Schrotflinten oder zwei Pistolen und ein Bogen, euch sind keine Grenzen gesetzt. Und das Beste, je nachdem welche Kombination aus Waffen ihr auswählt, so verändert sich auch das Moveset und auch die euch begleitenden Dämonen, die Kombos dann auch noch grandios abschließen. Was das Actionfeuerwerk dann schlussendlich abrundet, sind die Folterangriffe. Im Kampf füllt sich nämlich immer weiter eure Magieleiste und wenn diese voll ist, könnt ihr auf brutale, aber auch teils lustige Art und Weise eure Gegner foltern, was sich auch grandios in den Spieltrip integriert. Genauso habt ihr in Teil 2 auch noch das Umbra-Klimax. Dieses ist vergleichbar mit einer Art Super Saiyajin-Modus, denn Bayonetta kämpft nun mit unglaublicher Kraft und quasi mit den Endsegmenten einer Combo, sprich ihrer Haarpracht in Form von Monstern. Wie erwähnt, diese beiden Gameplay-Erweiterungen fügen sich nahtlos mit ein und erweitern das Spielerlebnis nochmals. Wenn man dann aber im Gameplay erstmal drin ist, wird Bayonetta zu einem wahren Fest. Die vielen verschiedenen Gegnerarten, die Schauplätze und dazu eben dieses einzigartige und nahezu perfekte Gameplay. Wahnsinn. Neben den Mechaniken im Kampf selbst bietet Bayonetta aber auch noch viel mehr als eben nur Kämpfe. Während im ersten Teil für mich das Potenzial dieser abgedrehten und zugleich wirklich interessanten Spielwelt nie wirklich voll genutzt wurde, ist da der zweite Teil um einiges stärker. Dieser ist nämlich nicht nur etwas einfacher als der Erstling, sondern wartet auch noch mit einer durchdachten Welt auf. Wenn ich nämlich mal nicht Engel oder Dämonen dahin schlachte, habe ich die Möglichkeit, die Welt Bayonettas genauer kennenzulernen und zu entdecken. Und gerade im zweiten Teil gibt es, wie erwähnt, einiges zu sehen und zugleich wird man auch wirklich motiviert, sich mal in diesem Spiel umzugucken. So könnt ihr zum Beispiel zerteilte Schreine entdecken, welche, wenn ihr alle Teile findet, euch ein Umbra-Herz geben, wodurch sich bei 4 eingesammelten eure Lebensanzeige erweitert, oder Mondperlen, welche eure Magieleiste für eben zum Beispiel Folterangriffe erweitert, oder ihr könnt auch in eine Parallelwelt gelangen, dem Muspelheim, in welcher euch dann eine mehr mal weniger schwere Aufgabe wartet, wie besiege alle Gegner ohne den Boden zu berühren, lasse die Kombo nicht auslaufen oder auch besiege alle Gegner in der vorgegebenen Zeit. Auch hier sind die Belohnungen dann die gleichen wie fürs Zusammensetzen eines Schreines. Zu guter Letzt gibt es auch noch abseits des Hauptweges immer wieder kleinere Kämpfe, in denen ihr dann sogar neue Waffen durch Schallplatten erhalten könnt, wodurch der Anreiz, die Spielwelt zu erkunden, bei mir definitiv geweckt war. Man merkt also schnell, dass sich gerade im Nachfolger einige Gedanken gemacht wurden, wie man das Erlebnis des Spielers erweitern kann, und das hat das Spiel bei mir definitiv erreicht. Die Story von Bayonetta ist so eine Sache. Auf der einen Seite finde ich sie lustig, spannend, abwechslungsreich und toll erzählt, auf der anderen Seite bietet sie aber nur wenige Überraschungen für so ein verrücktes Spiel. Klar, in Kombination mit dem Gameplay und der Inszenierung, auf die Sverre gleich noch eingehen wird, unterhält die Geschichte sehr kurzweilig, bleibt aber auch nicht im Kopf. Zumindest ist es bei mir so. Ich konnte mich an viele Dinge nicht mal 4 Jahre, nachdem ich beide Spiele auf der Wii U gespielt habe, nicht mehr erinnern. Beim Spielen kam dann zwar vieles wieder, aber im Gegensatz zu den vielen Vorzügen des Spiels ist die Story eher untergeordnet. Zum Beispiel waren bei mir die Nebencharaktere wie der unfreiwillige Enzo, der liebestolle und kultiviert angeberische Luca sowie Rodin, der wohl krasseste Waffenhändler aller Zeiten, echt in Vergessenheit geraten. Vor allem Luca trägt einen Großteil der Geschichte mit seinem Charme, aber auch die anderen Nebencharaktere sind schöne Spielgefährten für die Hexe. In beiden Spielen geht es um eine Form von Vergangenheitsbewältigung. Bei Teil 1 ist man als Bayonetta unterwegs, ohne zu wissen, wer man wirklich ist. Dies erfährt man erst nach und nach in den zahlreichen Zwischensequenzen, um am Ende dann wirklich den Durchblick zu haben. Wo kommt die Hexe her? Wie ist sie zu dem geworden, was sie heute ist? Und warum ist sie so verdammt abgedreht?
In Teil 2 schließt sich dann der Kreis, was mich schon sehr gespannt darauf macht, wie die Entwickler Teil 3 in diesen Kreislauf einbinden werden. Denn gewissermaßen schließt der Anfang von Teil 2 an das Ende von Teil 1 an, während gleichzeitig das Ende von Teil 2 den Anfang von Teil 1 auslöst. Dieses Zusammenspiel gefällt mir wirklich gut und führt mich zu dem Tipp, beide Spiele auf jeden Fall in der richtigen Reihenfolge zu spielen. Welche auch immer das jetzt ist. Aber auch wenn die Story sich wenig einbrennt, in Kombination mit dem Gameplay und vor allem unserem nächsten Punkt, ist diese Schwäche aber kaum der Rede wert. Und besagter nächster Punkt ist die Inszenierung. Bayonetta ist wohl mitunter eines der Spiele, wo ein What-the-fuck-Moment den nächsten jagt. Ein Beispiel gefällig? Gerne. Schon die erste Szene in Teil 2 könnte abgedrehter nicht sein. Bayonetta und Enzo wollen eigentlich nur ihren weihnachtlichen Einkauf abhaken, doch plötzlich findet man sich kämpfend auf einem abstürzenden Jet gegen Engel wieder, vermasselt eine für die Hexe typische Beschwörung eines Dämonen, weswegen man kurz darauf diesen auf einem Hochhaus bezwingen muss. Und wenn man denkt, abgedreht, da geht es nicht mehr, findet man sich plötzlich in der Hölle reitend auf einem Dämonenpferd wieder und kämpft mit seinem Dämon gegen einen Engel, zeitgleich aber auch mit Bayonetta gegen einen Lumwaisen. Eben dieses gesamte Zusammenspiel macht Bayonetta für mich so stark. Immer wieder saß ich vor meinem Fernseher und war beeindruckt von dem, was sich da gerade vor mir abgespielt hat. Eben dieses Abgedrehte, diese What-the-fuck-Momente machen Bayonetta so unfassbar gut. Denn kommt schon, wenn ihr den Kollegen hier seht oder die Szene, was denkt ihr euch dann? Bestimmt nichts, was auch nur in die Nähe von Normalität kommt. Diese beiden Titel sind, was die Inszenierung angeht, für mich unglaublich gut gelungen. Ein Highlight jagt in diesen Titeln das nächste und macht Bayonetta für mich zu einem riesigen Actionfeuerwerk. Einfach unglaublich, was Platinum Games da geschaffen hat. Genauso ist aber auch die Inszenierung außerhalb der Kämpfe gelungen, denn Bayonetta ist nicht nur im Kampf nahezu perfekt, es bietet auch immer wieder die richtigen Situationen, um mal zu lachen oder einfach runterzukommen. Und gerade für ersteren Punkt ist ganz besonders der in meinen Augen gelungene Humor zuständig. Bayonetta spricht so zum Beispiel mit einem stark britischen Akzent, wird allgemein als eine wahre Lady dargestellt, ist sich dann aber in der nächsten Szene nicht zu schade, einem riesigen Engelsviech einen Stein während eines dramatischen Monologs ins Gesicht zu treten. Eben diese plötzlichen Twists in Gesprächen und es dann auch wieder in den richtigen Situationen zu schaffen, ernst zu werden, ist wirklich stark. Abschließend kann ich also sagen, dass auch inszenatorisch Bayonetta mit zu den Besten gehört, was ich bisher gespielt habe. Doch ist wirklich alles gelungen? Das magische Dreieck von Gameplay, Geschichte und Inszenierung bedienen die Entwickler also so gut, dass man alleine deshalb schon Bayonetta gespielt haben sollte. Es gibt in meinen Augen aber auch einen Punkt, bei dem es die Entwickler etwas übertrieben haben. Und obwohl ich mich von diesem Punkt eigentlich angesprochen fühlen sollte, schreckt er mich doch eher ab. Ja, Humor spielt eine große Rolle und man merkt an allen Ecken und Enden, dass die Entwickler sich selbst und das ganze Spiel nicht allzu ernst nehmen. Kaum eine Gelegenheit verstreicht ohne ein Schmunzeln des Spielers, wie das jetzt bitte wieder möglich war. Und in all dem tobt sich Bayonetta sexuell so richtig aus. Und da frage ich mich, warum eigentlich? Das Spiel hat es überhaupt nicht nötig, dass Bayonetta, die ohnehin schon im Stand sofort Rückenschmerzen bekommen müsste, sich ständig so räkelt und sich anzüglich bewegt und dabei pornografische Geräusche macht. Versteht mich nicht falsch, ich will ja nicht den Feministen raushängen lassen. Ich begreife einfach nur nicht, warum das so sein muss. Jemand, der so platt ist, sich dadurch zum Weiterspielen animieren zu lassen, der wird den Rest des Spiels und den teilweise doch subtileren Ton kaum verstehen. Wollen die Entwickler einfach nur Bayonettas Sexualität einsetzen, um mehr, vor allem männliche Spieler zum Kauf zu animieren? Das hat das Spiel überhaupt nicht nötig und es hat mich teilweise echt gestört. Stellt euch mal vor, ein vergleichbares Spiel mit einem männlichen Hauptcharakter würde das so machen. Wäre das nicht auch verstörend? Vor allem, wenn es dem Spiel irgendwie so gar nicht hilft. Die Abgedrehtheit und das total Übertriebene kommen auch so super rüber. Und das Geräkel lenkt irgendwie nur ab. Ein Punkt, auf den wir bisher noch gar nicht eingegangen sind, der aber absolut nicht fehlen darf, sind die Bosse. Wie gesagt, inszenatorisch und gameplay-technisch gehört Bayonetta wohl zu dem abgedrehtesten, aber auch besten, was man spielen kann und nicht zuletzt tragen die Bosskämpfe einen riesigen Teil dazu bei.
Diese sind nämlich von der Aufmachung so grandios, dass ich einige immer wieder spiele. Sei es wie hier zu sehen der Lubenweiser aus Bayonetta 2 oder auch dieser Kollege hier. Dabei sind die Bosse allesamt abwechslungsreich sowie anspruchsvoll aufgebaut. Nur äußerst selten hatte ich den Eindruck, etwas in der Art gesehen bzw. bekämpft zu haben. So sehr konnten mich diese überzeugen. Und hier ist eben auch wieder dieses Zusammenspiel des Gameplays, der Inszenierung und so weiter, die diese Kämpfe so einzigartig für mich gestalteten. Ebenso auch die verschiedenen Phasen und was drumherum passierte. Gerade in diesen Situationen zeigt Bayonetta wirklich stark, was es zu bieten hat, und das ist einiges. Grafisch merkt man beiden Spielen das mit 9 und knapp 4 Jahren doch hoher Alter sehr an. Vor allem bei Teil 1 braucht man auch auf der Switch keine Augenweide zu erwarten. Aber das ist nicht schlimm, denn das Spiel läuft flüssig und das absolut butterweiche Gameplay bietet sowieso kaum Zeit, sich umzusehen. Cool finde ich, dass die Entwickler schon für die Wii U-Umsetzung von der PS360 die Extra-Kostüme für Bayonetta eingeführt haben. Diese bringen ein Stück Nintendo in das Spiel, wenn auch ein wenig übertrieben, wie eben schon von mir beim Thema Sexualität angesprochen. Der grafische Sprung zu Teil 2 ist deutlich zu merken. Das Spiel ist generell farbenfroher und abwechslungsreicher, aber auch sehr viel detaillierter und noch besser inszeniert. Vor allem die Wasserspiegelung relativ am Anfang und weiter hinten der Berg mit dem unaussprechlichen Namen im Hintergrund sind mir im Kopf geblieben. Super gefällt mir auch, dass Bayonetta in Teil 2 auch unterhalb der Wasseroberfläche unterwegs ist und sich dort später auch verwandeln kann. Das ermöglicht nicht nur neue Gameplay-Elemente, sondern macht die Grafik auch noch etwas abwechslungsreicher. Was will man mehr? Beim Design gibt es grundsätzlich kaum etwas zu meckern. Die Macher bei Platinum Games verstehen ihr Handwerk in diesem Punkt wie kaum ein anderer Entwickler. Alles passt zusammen und man hat eine so unglaublich hohe Immersion. Gerade die optional zu lesenden Artikel der beiden Journalisten in Teil 1 und 2 machen die Welt noch glaubhafter. Zuletzt noch ein paar Worte zur akustischen Untermalung. Zur Sprachausgabe hat Sverre ja schon bei der Inszenierung etwas gesagt. Zur Musik möchte ich hier nur noch loswerden. Erste Sahne. Es passt akustisch einfach alles zusammen. Auch hier beweisen die Entwickler ein glückliches Händchen darin, wie man ein Spiel durch geschickte Auswahl von wenigen Kerndingen deutlich besser macht. Wie gesagt, erste Sahne. Ich habe schon häufig über diese Reihe geschwärmt und kann es nicht oft genug sagen. Bayonetta ist für mich eine der besten Spielereien aller Zeiten. Platinum Games gab mir quasi etwas, wo ich nie gedacht hätte, dass ich es überhaupt haben will. Dazu kommt ein extrem gelungenes Gameplay, ein super passender Soundtrack und wohl eine Inszenierung, die nicht abgedrehter sein könnte. Bayonetta 1 und 2 sind in meinen Augen mit Vanquish, welches übrigens auch von Platinum Games stammt, wohl die unterschätzten Spiele, die ich kenne. Nun bin ich gespannt auf Teil 3 und kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr abwarten, erneut mit Bayonetta Lubenweisen, Engel, Höllenwesen und weiß Gott sonst noch niederzumähen. Für mich gehören die beiden Bayonetta-Spiele zum Besten, was ich in den letzten Jahren gespielt habe. Auch wenn einzelne Elemente für sich genommen wenig herausragend sind, ist es die Kombination von allem, die sie so einzigartig machen. Mit großem Spaß habe ich keine 4 Jahre nach meinem ersten Durchspielen auch jetzt wieder die knapp 25 Stunden investiert. Dabei viel gelacht, aber auch geflucht und vor allem riesigen Spaß gehabt. Teil 3 kann kommen. Hoffentlich setzen die Entwickler da noch einen drauf. Ich bin gespannt wie Bayonettas Hohlkreuz. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mario. So Sverre, jetzt haben wir ein neues Video. Zufrieden? Ja, für diese Woche sollte das reichen. Okay, es war vielleicht nicht so episch wie unsere Videos sonst, aber mal ehrlich, es muss ja auch nicht jedes Video so eine coole Rahmenhandlung haben wie unser letztes. Damit bringst du mich auf eine Idee, Sverre. Cliffhanger sind doch ein total cooles Stilmittel, um Zuschauer an sich zu binden. Oh nee, Mario, ehrlich, du machst mir gerade Angst. Wieso das denn? Sverre, schließe deine Augen. Wieso? Ich habe eine Überraschung für dich. Was denn? Kuchen. Oh, Mario, jetzt lüg mich nicht an. Das ist doch bestimmt wieder einer deiner blöden Versuche, irgendetwas für dich zu machen. Mach ich nicht. Versprochen. Und jetzt zu die Augen. Okay. Hahaha.